Ein Fehler. Versuchen wir es nochmal. Ich habe das erste Licht nicht mitbekommen und danach, ja, bin ich ja nicht mehr aus diesem Ding rausgekommen. Das geht ja noch. Muss ich jetzt zurückgehen? Ich würde einfach ganz gern fliehen. So, jetzt, da ich wieder hier bin. Warte, da ist so ein... Ah, okay, da ist diese... Das sind dann diese Laternen, die ich drücken kann. Ich dachte, das wäre irgendwas anderes. Oh ne, es waren die Laternen. Okay. Bär. Immer noch das Gleiche. Was ist, wenn ich flirte? You wiggle your hips. Suddenly. Ah. Das gleiche passiert. Egal was ich mache, es hittet mich. Was ist eigentlich, wenn ich mich hinlege? You lie down. Moldpick lies down too. Moldpick understands life now. Schön. Anhack. Ach, ich gehe schon wieder drauf, ey. Oh shit. Oh shit. Wo ist die nächste Laterne? Da unten ist eine. Da. Schön. Okay, Glück gehabt. Oh, warte mal, ich will ganz kurz... Warte, war da unten nicht was? Kann man da noch lang gehen, meine ich? Oh, shit. Ach, nicht schon wieder die beiden. Ich muss jetzt mal ein Item nehmen. Oh, damned. Spot. What, was? Was? Was ist das denn? Okay, Washua. Ich bin ja irgendwie auch neugierig, was passiert, wenn ich einen Witz erzähle, aber ich möchte es nur machen, wenn ich den alleine habe. Glück gehabt. Ah! Ach, verdammt, ey. Ach, verdammt! Die Dinger gehen ja noch. Oh nein! Ich habe das Falsche gedrückt. Ich möchte nur, dass dieser Kampf vorbei ist. Flex. Kleine Schritte gehen, dann geht das alles. So, jetzt müsste... Genau. Okay, ich wollte... Nee, ich dachte... Ach so, nee. Ich dachte irgendwie kurz, wird hier unten lang gehen. Hier geht's nicht lang. Und hier? Nee. Oh Mann, warum ist hier nichts? Das ist ja traurig. Okay, schade.
nie umsonst hier lang gelaufen. Da. Warum ist es hier so dunkel eigentlich? Oh. Warum ist es hier so dunkel? Behind you. Sagt die Blume? Oh. Sieben Menschenseelen. Mit der Kraft von sieben Menschenseelen kann unser König, König Asgore Dreemor, ein Gott werden. Mit dieser Macht kann Asgore letztendlich die Barriere durchschreiten. Er wird die Oberfläche zurückerobern von der Menschheit. Und wird es ihn mit dem gleichen Leiden heimzahlen, das wir erdulden mussten. Stehst du das, Mensch? Das ist deine einzige Chance, etwas wieder gut zu machen. Gib deine Seele her. Oder ich werde es dem von deiner Leiche nehmen. Undyne, I will help you fight. Ich werde dir helfen im Kampf. Yo, you did it. Undyne is right in front of you. You've got front row seats to her fight. Wait, who's she fighting? Hey, you aren't gonna tell my parents about this, are you? Oops. Warte, was sagt die Blume jetzt? Ja, genau. Warte, was? You hear passing conversation. If I say my wish, you promise you won't laugh at me? Of course I won't laugh. Someday, I'd like to climb this mountain we're all buried under. Standing under the sky, looking at the world all around. That's my wish. Die Welt sich angucken, einfach nur. Einfach nur die Welt entdecken. Du hörst lachen. Hey, du hast gesagt, du würdest nicht lachen. Sorry, es ist nur so witzig. Das ist genau mein eigener Wunsch. Wie auch immer, das ist eine Prophezeiung. Der Engel. Derjenige, der die Oberfläche gesehen hat. Die werden wiederkommen. Und der Untergrund wird leer werden. Warte, kann ich hier eigentlich diese Blumen... Kann ich da hingehen? Nee, ne? Schade. Aber es ist schön, wie hier alles funkelt. Yo! Jetzt fällt er da runter, ne? Yo, ich weiß, ich sollte nicht hier sein, aber ich will dich etwas fragen. Mann, ich hatte noch nie jemanden so etwas vorher fragen müssen. Yo. Du bist ein Mensch, richtig? Mann, ich wusste es. Nun, ich weiß es jetzt, aber ich meine, Undyne hat es mir gesagt und er hat gesagt, ich soll weg von dir bleiben. Also, ich denke, das macht uns jetzt Feinde oder so, aber... ich bin ganz schön schlecht darin. Kannst du irgendwas Gemeines zu mir sagen, so dass ich dich hasse? Bitte? Was ist, wenn ich eigentlich... Letztes Mal habe ich ja gesagt, ne? Was ist, wenn ich nein sage? Jo, was? Nun, also, muss ich es nun tun? Here goes nothing. Jo, I hate your guts. Man, I'm such a turd. I'm gonna go home now. Yo, wait, help, I tripped.
Yo, dude, if you wanna hurt my friend, you're gonna have to get through me first. Und dein möchte nicht. Und dein geht weg. He's gone. Sie ist weg. Hey, du hast mir wirklich meine Haut gerettet. Ich schätze mal, Feinde zu sein war einfach nur ein netter Gedanke. Wir werden wohl einfach Freunde sein stattdessen. Oder Freunde sein müssen stattdessen. Mann, ich sollte wirklich nach Hause gehen. Ich schätze, meine Eltern sind sehr... machen sich krank vor Sorge über mich. Ja, du bist doch immer echt an den seltsamsten Plätzen aufzufinden. Bis später, mein... Später, Freund oder Dude, wie auch immer. Oh. Ich nehme mich hier, dass es den Stern war, weil hier. Oh ja. Oh ja. Sieben. Sieben Menschenseelen und King Asgore wird ein Gott werden. Sechs. Das ist die Anzahl der Seelen, die wir bis jetzt gesammelt haben. Verstanden? Durch deine siebte und letzte Seele wird diese Welt transformiert werden. Als erstes ist es allerdings eine Sitte für uns, für diejenigen, die es so weit geschafft haben, dass ich dir die tragische Geschichte von unseren Leuten erzählen soll. Das startete lange her. Nein. Weißt du was? Scheiß drauf! Warum sollte ich dir das erzählen, wenn du kurz vorm Sterben bist? Ah! Ich mag diese Rede. Du stehst im Weg von jedermanns Hoffnungen und Träumen. Alphys historische Bücher haben mir denken lassen, dass Menschen vielleicht cool wären. Mit deren riesigen Robotern und... Was? Ihren Blumenschwert? Blumigen Schwertfrauen? Oh, okay. Aber du bist einfach nur ein Feigling. Hast dich hinter dem Kind versteckt, so dass du von mir wegrennen könntest. Und lass uns nicht vergessen, über dein Wimpy-Goody-Two-Shoe-Stick. Ich weiß gar nicht mehr, was sie da meinte. Ach ja, das, was, wo ich, Dings was gesagt habe, ne? Papyrus über mein Aussehen. Oh, I'm making such a difference by hugging random strangers. You know, what would be more valuable to everyone if you were dead? That's right, human. Your continued existence is a crime. Your life is all that stands between us and our freedom. Right now I can feel everyone's heart pounding together. Everyone's been waiting their whole lives for this moment. But we're not nervous at all. When everyone puts their hearts together, they can't lose. Now, human, let's end this right here, right now. I'll show you how determined monsters can be. Step forward when you're ready. Fuhu! Jetzt ist er aufgetaucht, der Stern. Der Wind ist am Heulen. Du bist erfüllt mit Determination. Ich habe das im Übrigen im Englischen vorgelesen, weil ich nicht schnell genug die deutsche Übersetzung hinkriege. Also ich würde dann einfach so lange überlegen und so alles. Da habe ich gedacht, ich lese einfach auf Englisch vor. Und ich glaube, ich habe es auch im ersten Let's Play versucht zu übersetzen. So, wir wissen jetzt, wie man gegen Undyne kämpft. Ich habe allerdings schon echt lange nicht mehr gespielt. Also vielleicht schaffe ich es nicht im ersten Anlauf. Wir versuchen es trotzdem. Das ist es dann nun. Nichts mehr mit wegrennen. Hier komme ich. Los. On guard. Ach, das ist schon so lang her, dass ich an deinem bekämpft habe. Ja. As long as you're green, you can't escape. Okay, wenn ich dann nicht mehr grün bin, kann ich dann entkommen. Okay. Unless you learn to face danger head on, you won't last a second against me. Okay, das ist noch alles gut. Okay. Not bad, then how about this?
Okay. Und dann points Harry worldly towards the sky. For years we've dreamed of a happy ending. Ich hoffe auch noch, dass wir das bekommen können. Undyne perplexes a huge boulder just because she can. Oh ja. Yeah. And now sunlight is just within our reach. Oh shit, das wird schwerer. Langsam. Okay, so langsam wird schwerer. I won't let you snatch it away from us. Ich frag mich, wann diese Pfeile kommen, wo ich quasi auf der anderen Seite sofort wieder verteidigen muss. Enough warming up. Shit. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht gerade. Oh, jetzt kann ich wegrennen. Nein, 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 nein. Bin ich hier gefangen. You won't get away from me this time. An deine Attacks. Aber nicht kämpfen, ich wollte abbauen. Honestly, I'm doing you a favor. Und dein Towers threateningly. Ja, sie ist ziemlich viel größer als ich. No human has ever made it past Asgore. Oh ne, dieser Fall ist scheißegal erstmal. Ja. Wie dieser Fall einfach in Schneckentempo auf mich zu ist. Und dein thinks of her friends and pounds the ground with her fists. Oha. Ja. Killing you now is an act of mercy. Holy shit! Smells like sushi. Okay. So stop being so damn resilient! Oh shit. Bitte nicht mach. Ich muss jetzt echt mal heilen. Ich habe einfach so viele Fehler gerade gemacht und ja. Okay. What the hell are humans made out of? Das war nicht gut von mir. Okay. Oh, warte, ich kann jetzt wieder fliehen. Sehe ich gerade. Sehr schön. Nein, 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 nein. Lass mich. You've escaped from me for the last time. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch ein letztes Mal fliehen. Und dann... glaube ich, haben wir es. An deinen Attacks. Spare. Alif has told me humans were determined. Hm. Oh, jetzt wird's ein bisschen schwerer. Ein einschüchterndes Lächeln. Das sieht man sie gerade echt tun. Ich weiß jetzt, was sie damit gemeint hat. Oh shit. Sie macht wieder das, But I'm determined too. Oh, fuck. Ich hasse diese Dinger. Ich trau mich nicht. Ich muss jetzt schon mich heilen, weil ich sonst drauf gehe. Determined to end this right now. Ah! Shit. Right now. Okay, noch einmal. Right now. Oh shit! Ich hab Angst. Ahaha. Habe ich nicht gut gemacht. An deinem Bounce ist impatiently. Ah, die already, you little brat. Puh. Jetzt kann ich wieder fliehen. Und zum letzten Mal tut sie, was sie tut, weil sie es einfach kann.
Sie stemmt eine riesige Kugel, heißt es, glaube ich. Einfach, weil sie es kann. Ring. Hey, what's up? I was just thinking. You, me and Undyne should all hang out sometime. I think you would make great pals. Muss ich das jetzt sagen. Let's meet up at her house later. Ja, wo ist Undynes Haus denn? Oh fuck, ich muss das nochmal machen. Stop running away. Ich kann das ja nochmal machen. Jetzt. Ach, ich wollte doch nicht unbedingt noch mehr Items verbrauchen. Armor so hot. But I can't give up. Und nein, nein. Looks dry. Sie sieht trocken aus. It's a water cooler. Take a cup of water. Yes. Give Undyne the water. Yes. Ich hab sie verwirrt. Ach, jetzt ist Papyrus auf einmal weg. Naja, nicht Papyrus Sans. Ist einfach weggegangen. Hätte ich ihn ansprechen sollen? Warte mal, was? Okay. Oh, K. I was thirsty, so I came over from Waterfall to get a drink. Okay. Kann ich ihm meins geben? I just carrying that around to look sophisticated because it's not working. Ich wollte es dir geben. Na gut, dann. Oh, das ist verschwunden von der Hitze. Allerdings ist auch der Becher weg. Shit. Okay, dann speichern wir jetzt mal hier. Seeing such a strange laboratory in a place like this, you're filled with determination. Okay, ja, bevor ich hier nach oben zum Labor gehe, gehe ich immer nach unten und ja, jetzt treffe ich ihn. Tralala, I'm the Riverman. Or am I the Riverwoman? It doesn't really matter. I love to ride in my boat. Would you care to join me? Ride in the boat? Yes. Where will we go today? Eigentlich muss ich zu beiden Plätzen hin. Aber erst Snowden tatsächlich, weil ich nochmal ein paar Items kaufen möchte. Und dann würde ich gerne nochmal noch zum Wasserfall und mal gucken, ob ich das mit dem Klavier hinkriege. Tralala, did you ever hear the old song Coming from the Sea? Was meint er damit? Come again sometime. Tralala. Okay, ich will nochmal ein paar Cinnamon-Buns holen und dann würde ich eigentlich nach Waterfall gehen. Hey, hier war der Shop, ne? Ja, richtig. Nehmen wir die Cinnamon Buns. Ich mag die. Okay. I know, come again sometimes. Okay, hier ist eine Box. Ich würde sagen, ich lager ein paar Cinnamon Buns. Und kaufe noch zwei. Oder einen. Ja, zwei. Reicht. Take your time. Danke, bis später. Wir können eigentlich nur mal ganz kurz hier speichern.
Und ja, dann gucken wir mal, dass wir Richtung Waterfall gehen und gucken, ob wir das Klavierrätsel doch noch gelöst kriegen. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, warum kein Ton kommt. Und dann, ja, ich habe einfach vergessen, eine Taste zu drücken. Blöd von mir, Mann. Hallo, Riverman oder Riverwoman. Waterfall, bitte. Erzählst du mir wieder irgendwelche witzigen Geschichten? Tralala, Tammy Village. Aha. The Room Before the Darkening Lantern Room. Okay. Ah, da befindet sich das? Ist das so eine Art geheimer Raum, den ich übersehen habe? Der Raum, bevor diese dunklen Laternen waren. Okay. Gucken wir mal. Wieder. Ach, leck mich. Okay, tatsächlich scheine ich die Strecke zurückgehen müssen. Okay, dann speichere ich jetzt mal hier. Und, ich gehe Richtung Raum mit dem Klavier. Und wenn ich da bin, mache ich dann einen Cut. Und, ja, dann sage ich euch Bescheid, wenn ich da mehr rausgefunden habe, um das Klavierrätsel mal endlich zu lösen. Bis dann. Bye, bye. Oh, okay. So, Leute, jetzt sind wir wieder hier mit dem Raum, mit dem Klavier. Und ich habe noch ein paar interessante Gestalten getroffen, die ich, glaube ich, nicht beim ersten Durchlauf getroffen habe. Da war so ein lila, weiß nicht, so ein lila Ding und so eine Art Monsterfähre, die ich für 3 Gold benutzen durfte. Und dann bin ich rübergefahren und es hat mir einfach die 3 Gold wiedergegeben. Also, ist schon sehr nett. Warum steht der X-Quit? Ich dachte, X ist da, um das Piano zu spielen. Nee. Oder war es doch Z? Ich glaube, Z war es, ne? Doch. Ja, ich muss mir nochmal angucken, wie die Noten waren, die ich spielen muss, damit ich damit ich das Lied spiele. Ehrlich gesagt, vielleicht schreibe ich es mir sogar auf. Weil ich einfach schlecht bin, mir sowas zu merken. Da steht's. Moment. Also. Punkt. Mal nach oben. Mal nach rechts. Punkt, unten, unten, rechts. Okay, ich hab's, ich weiß, es sind nur 7 Sachen, aber wie gesagt, ich möchte es ganz gerne jetzt euch dann, ich möchte es ganz gerne jetzt spielen, wenn möglich, deswegen habe ich es mir jetzt einfach aufgeschrieben. Ding ist, ich muss immer das Z halt auch spielen, wenn ich Gott. Dieser Zettel ist schrecklich. Okay. Entschuldigung. So, da ist ein Klavier. Spielen wir es. Okay. Es ist also Punkt. Und Punkt ist Z, ne? Z. Z. Ja! Genau, das war's. Oh, ich möchte das normal spielen. Das hat Spaß gemacht.
Echt schön. Cool. Ja, wenn ich das mal einfach früher gewusst hätte, dass man das mit Z macht. Ich dachte, man spielt es automatisch einfach. Okay, schauen wir uns mal an, was dieser geheime Raum hier birgt. Hier kann man nichts mehr machen, ne? Ich möchte mal das andere vorher anfassen. Es ist ein legendäres Artefakt. Wirst du es nehmen? Okay. You're carrying too many dogs. Ernsthaft? Was? Ah, echt? Annoying dog. Dog, a little white dog. It's fast asleep. Was ist, wenn ich ihn fallen lasse? Bin ich dann noch ein Monster? You put the dog on the ground. Ah ja, klar. The dog absorbs the artifact. Und dann verschwindet er. The artifact is gone. Was wäre gewesen, wenn ich jetzt ihn woanders hätte fallen lassen? Dog Residue, Info. Dog Item, Shiny Trail left behind by a dog. Bitte quiet farewell to the dog Residue. Oh! Ich habe irgendwie nicht gedacht, dass ich dachte, ich könnte ihn wieder aufnehmen, wenn ich ihn fallen lasse. Jetzt, das war falsch, ne? Toll. Hat mir ja alles sehr viel gebracht, das Ganze. Ja. So, das war wohl das Klavierrätsel. Einerseits will ich, überlege ich gerade, ob ich versuchen soll, das Artefakt zu behalten und zurückgehen soll, aber ach, weiß ich was. Ist okay. Manchmal ist man einfach nicht dazu bestimmt, ein Artefakt zu behalten. Dann ist es halt so traurig. Ja. Das war das Klavierrätsel. Wir gehen jetzt zum nächsten Speicherpunkt und dann beenden wir jetzt diesen Part. Wenn ich jetzt wüsste, wo der nächste Speicherpunkt ist. Ich möchte nochmal Tammy Village aufsuchen tatsächlich, aber das mache ich erst, nachdem ich den Speicherpunkt gefunden habe, vielleicht. Tja. Was? Since you flexed at me, I've been thinking of a lot of things. Like flexing. And flexing. Okay, na ja, gut. Kannst du mir hochhelfen? Ach nee, ich muss einen anderen Weg finden. Tja. Tja, tja, tja. Ich meine, ich habe mich erinnert, dass da was hoch war, aber ich habe gedacht, dass das Monster-Kit mir hier hochgeholfen hat, aber irgendwie dachte ich, ich komme vielleicht trotzdem hoch. Sag ich falsch. Diese Pfütze sah irgendwie aus wie ein Wal. Dum, dum, dum.
Ich hätte ganz gern gewusst, was auf dem Ding da oben steht eigentlich. Aber stand ja. Ich glaube, da kommt man nicht nachgucken, ne? Der Artefakt ist gone. Nee, ich kann jetzt nicht hier nachgucken, was da steht. Schade. Zu viele annoying dogs, ey. Ehrlich. Hallo, Onion-san. Oh, did you hear? I got nothing else to talk about. Okay. Tschüss. Vielleicht machen wir irgendwann später eine Band zusammen auf. Da 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 da. Okay, ja. Brothers and Birds, a bad combination. Kann ich denn nicht irgendwie? Ist das da? Warum habe ich diesen Schirm mitgenommen? Ich hatte einfach Lust, den zu nehmen. Muss ich jetzt extra noch den Schirm zurückbringen? Ah, no umbrellas allowed. Ich muss tatsächlich extra noch den Schirm zurückbringen. Okay. Ich speichere jetzt hier und beende jetzt erstmal den Part und ich werde diesen Schirm wegbringen und so weiter und dann können wir vielleicht bei Tammy Village bei dem nächsten Part ansetzen und ja, das war's erstmal in diesem Part mit Undertale. Ich entschuldige mich für die Fails. Und ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bye bye.